Hallo, liebe Freunde meines Kanals und Rollenspieler. In den letzten Tagen habe ich mich etwas näher mit der World of Darkness befasst, was man an meinen letzten Videos erkennen kann. Einem Hörbuch zu Jäger die Vergeltung und einem Hörspiel zu Wraith the Oblivion. Hier im Regal habe ich noch das Grundregelwerk zu Vampire die Maskerade und von Freunden kenne ich noch einiges zu Werwolf, gespielt habe ich es aber noch nie. Ich wollte einfach mal schauen, was gibt es eigentlich da noch? Mage hat man noch gehört und Changeling natürlich. Wollte einfach mal einen allgemeinen Überblick gewinnen und zusammenfassen für euch und mich. Also aufgefallen ist euch sicherlich schon die Titelstruktur von diesem Rollenspielsystem. Vampire the Masquerade, Werewolf the Apocalypse. Immer Name der Protagonistenkreatur und dann The und entsprechend danach ein weiteres Substantiv, das ein bestimmtes Charakteristikum unterstreicht. Wie bei Changeling the Dreaming, die Changelings, die Kreaturentypen, die man spielen kann. Wie beim Beispiel Vampire die Maskerade. Vampire kann man spielen und die Maskerade ein bestimmtes Element in diesem Spiel, das ihr sicherlich aber kennt. Falls nicht, ich will gleich darauf näher eingehen. Nur, dass ihr schon mal verstanden habt, da gibt es diese spezielle Titelstruktur. Warum? Weil White Wolf damals auch andere Rollenspiele rausgebracht hat. Ich weiß aber nicht, ob der aktuelle Rechteinhaber Paradox Interactive das auch getan hat. Jedenfalls gab es noch sowas wie Vampire Dark Ages. Ist einfach nur Vampire im Mittelalter oder Werewolf The Wild West. Spielt man das Gleiche, nur nicht in der Moderne, sondern im Wilden Westen. Die historisch gesehen wahrscheinlich auch zur Moderne zählt. Aber einfach nur Spin-offs in anderen Settings. Und Spin-offs gab es zum Teil sogar eigene Grundregelbücher zu, wie die Vampire des Ostens, Kindred of the East, oder für Wraith the Oblivion, Orpheus. Spin-offs, auf die ich nicht eingehen wollte. Ich wollte mich wirklich nur konzentrieren, welche Elemente hat dieses Spielemultiversum prinzipiell. Und da habe ich tatsächlich 12 gefunden, auf die ich jetzt einfach mal ohne weitere Vorrede eingehen möchte. Da haben wir zum einen Vampire the Masquerade, 1991 erschienen. Man spielt Vampire, die sich als solche unter den Menschen nicht zu erkennen geben wollen, aufgrund negativer Erfahrungen zur Zeit der Inquisition. Die Vampire, wie jeder weiß, trinken Blut und daraus beziehen sie ihre Kraft, mit der sie Disziplinen, ihre magischen Fähigkeiten wirken können. Nicht alle Disziplinen, aber als grober Überblick erstmal zum Verständnis so richtig. Dann gibt es natürlich auch Machtkämpfe, politische Intrigen und darauf konzentriert sich das Spiel im Prinzip auch. Vampire the Masquerade ist nicht als Stalker-Simulator gedacht, dass man irgendwie ständig auswürfelt, wie kriege ich jetzt irgendwie meine Blutspunkte zusammen? Nein, es geht vielmehr um die zwischenvampirische Interaktion. Dabei geht es häufig um Intrigen, Kontrolle, Erhalt und Verfall von Strukturen. Die Vampire haben auch einen individuellen internen Feind, das ist deren Bestie, welche anklopft, wenn sie zu stark verwundet sind oder kaum mehr Blutspunkte haben. Dann fallen sie in eine Art Raserei, in der sie die Kontrolle verlieren. Und dieses Gleichgewicht zu wahren, beziehungsweise so viel Distanz zur Bestie wie möglich einzunehmen, ist zumindest auf Seiten der guten Vampire in Anführungszeichen, die zur sogenannten Camarilla gehören, ein Ziel. Ich könnte jetzt noch über den Sabbat reden, aber darauf kommt es mir in diesem Video nicht an. Vielmehr einfach nur als groben Überblick zur World of Darkness, die mittlerweile in einer sogenannten Chronicles of Darkness zu einem gemeinsamen Universum zusammengezogen wurde. Als nächstes steht auf meiner Liste Werewolf the Apocalypse, 1992 erschienen. Man spielt Garou, Werwölfe. Und diese Werwölfe sind im Prinzip Krieger der Mutter Erde, die auch tatsächlich den Namen Gaia in diesem Spiel trägt. In diesem Rollenspielsystem gibt es eine Art Trinität, metaphysische, aufgeteilt in den Wild, Weaver und Worm. Diese drei sind im Prinzip der Wild mit seinen schöpferischen Kräften,
Der Weaver mit seinen statischen Kräften und der Worm als destruktiver Endpunkt dieses Dreiecks. Und in Werewolf the Apocalypse ist halt so, dass Gaia darunter leidet, dass der Worm, dass die entropischen, dass die vernichtenden Kräfte Überhand gewonnen haben. Mit anderen Worten, die Natur wird an verschiedenen Stellen zerstört, meist durch den Eingriff von Menschen, ihren Institutionen oder anderen Kräften auf der Welt. Und deshalb hat Gaia sozusagen ihre Krieger entsandt, um dem Worm etwas entgegenzusetzen, um die Balance der Welt wieder zu korrigieren. Und diese Krieger der Mutter Erde sind Werwölfe. Diese Werwölfe sind im Prinzip Menschen, die sich zu den bekannten Kreaturen transformieren können, oder Wölfe, normale Wölfe, die dies ebenfalls tun können. Ein zentraler Aspekt in diesem Spiel ist Rage, die Wut. Es wird einfach nicht mehr akzeptiert, dass die Apokalypse vor der Tür steht und alle blinden Auges in diese hineinstolpern. Werwölfe haben im Gegensatz zu den Vampiren die generelle Fähigkeit, eine Parallelwelt zu betreten, die sogenannte Penumbra, was einer wirklichkeitsnahen Geisterwelt entspricht. Das ist essentiell für die Werwölfe, da deren übernatürlichen Fähigkeiten, Zauberfähigkeiten sozusagen, ihre Fähigkeit, sich transformieren zu können, in diesem Fall außer Acht gelassen, Geschenke von Totems oder Naturgeistern sind. Und so heißen ihre Fähigkeiten auch Gifts, Geschenke. Gleich nach Werewolf the Apocalypse, nämlich 1993, kam Mage the Ascension raus. Im ersten System spielte man Vampire, im zweiten Werwölfe und im dritten Magier. In Mage the Ascension geht es im Prinzip darum, dass Bewusstsein nicht nur innerhalb der Wirklichkeit existiert, in Form von dir und mir, sondern Bewusstsein die Wirklichkeit definiert, kontrolliert, bildet, gestaltet. Bloß ist sich fast niemand mehr dieses Umstandes bewusst, weil eine bestimmte Fraktion von Magiern, die sogenannte Technokratie, die Wahrnehmung der Wirklichkeit, die Ontologie, in diesem Spiel Paradigma genannt, so stark ihren eigenen Interessen angeglichen hat, dass die Wirklichkeit den Anforderungen der Technokratie mittlerweile entspricht. Wir alle nehmen dadurch die Wirklichkeit nur noch durch die Linse der Technokratie wahr. Wir wirken Magie, ohne dies als solche zu erkennen, in Form von Technologie, und sind allen anderen Pfaden der Hermetik verschlossen. Wir als Nicht-Magier sind Sleeper, die keinen Zugang zu ihrem magisch wirkenden Avatar haben. Und in Mage geht es darum, dass man einen Magier einer der hermetischen Pfade spielt, in der Regel nicht der Technokratie, und das Ziel verfolgt, dass vorhin erwähnte Paradigma, also die Wahrnehmung der Realität, die Akzeptanz dessen, was Wirklichkeit entspricht, dem folgen zu lassen, was man selbst als Weltanschauung vertritt. Und warum will man das? Wegen einer Sache, die sich in Mage Paradox nennt. Die Magier können die Wirklichkeit nämlich nicht frei gestalten, das Weben des Teppichs der Realität wird erschwert, bisweilen sogar verhindert durch dieses Paradox. Und dieses Paradox sorgt dafür, dass ein Magier in der Stadt vor den Augen vieler Leute, vielleicht aus einem leeren Feuerzeug, doch noch ein Flämmchen zaubern kann, weil die Umstehenden das nicht als Zauberei wahrnehmen würden. Möchte dieser Magier jedoch ganz ohne Feuerzeug einen Feuerball aus seiner Hand wachsen lassen, sieht es jedoch anders aus. Dagegen stemmt sich dann der Konsens, die übereinstimmende Meinung der Sleeper, hart gegen, und der Zauber wird verhindert durch den erwähnten Paradox. Dieser Paradox ist nicht nur ein Türstopper, sondern eine richtige Gefahr für die Magier, weswegen sie, wie erwähnt, das Paradigma in ihre Richtung lenken wollen, sodass die Sleeper nicht mehr nur Technokratie-Paradigma als wahr akzeptieren und das Paradox in diesem Fall für die Technokratie schwächen, zu ihren Gunsten, sondern dass die anderen der hermetischen Orden
eine Zeit aufblühen lassen können, in der Menschen so etwas noch akzeptiert haben. Er erkennt also die Kernbeweggründe und einen Kernkonflikt der Traditionen gegen die Technokratie. Es geht also um Macht und die Zauberkräfte brauchen keinen speziellen Namen wie Gifts oder Disziplinen, denn sie sind ja tatsächlich einfach nur Zauberkräfte, die sich jedoch bei Mage aus den neun Sphären bedienen. Einige Beispiele sind Materie, wenn man irgendeinen Zauber wirken will, der etwas Materielles entstehen lässt. Oder Time, wenn man die Zeit irgendwie langsamer laufen lassen möchte. Oder die Sphäre Life, die, wenn man sie gemeistert hat, sogar sein eigenes Leben bis ins Ungewisse verlängern kann. Magier sind also erwachte Menschen mit einer entsprechend langen Lebenszeit, außer sie wirken irgendwelche Life-Magic, die dies ändert. Interessant bei Mage finde ich, dass die Kosmologie in diesem System besonders fein ausgearbeitet ist. Da Wirklichkeit aufgebaut wird durch Bewusstsein, gibt es Orte oder Universen, besser gesagt, in denen einzelne Ideen oder Gedanken die Naturgesetze bestimmen. Diese Ebenen der Wirklichkeit nennen sie Umbra oder Plural Umbrae wahrscheinlich. Und da findet man die Ebene der Toten, die Ebene der kosmischen Horrors und astrale Gefilde, in dem man Engeln über den Weg laufen kann. Die Zahl der einzelnen Umbrae ist vermutlich kaum aufzuzählen. Wie bei Werewolf findet man bei Mage auch wieder eine metaphysische Trinität, die im Prinzip identisch ist, sich nur anders nennt. Nämlich Stasis, die Kraft der Ordnung, Dynamism, die Kraft der Veränderung und Entropy, die Kraft des Verfalls, die im Prinzip alle auch ihre eigene Umbra aufbauen. Was beim nächsten System ziemlich wichtig ist, nämlich bei Wraith the Oblivion. Da ist es nämlich bereits im Titel, Oblivion. In Wraith spielt man sogenannte Wraith, die in der Geisterwelt gefangen sind zwischen Leben und Tod und nicht loslassen können vom Leben. Sie halten sich in der sogenannten Schattenwelt auf, die, wenn man sie beschreibt, ziemlich genau die Penumbra bei Werewolf ist, was einen weiteren Punkt für potenzielle Crossover darstellt. Was ist das Oblivion? Wir haben die Schattenlande, diese Schattenwelt nahe der Wirklichkeit, in der wir uns aufhalten, der sozusagen der Gaia-Ebene. Und fernab dieser, getrennt von einem Sturm der Gefühle, Erinnerungen, Gedanken, einem riesigen Wirrwarr, der sich Tempest nennt, befindet sich die Unterwelt. Und ganz, ganz tief in der Unterwelt, welche von verschiedensten Wraith-Gesellschaften bewohnt wird, befindet sich das Labyrinth. Ein Ort, an dem man sich quasi garantiert verliert und dann im Oblivion landet. Das ist sozusagen das Bad Ending von Wraith the Oblivion, wenn man dort ist, denn dann wurde man vergessen. Das Oblivion ist meines Erachtens so etwas wie der Ort des Wurm oder die absolute Entropie, der Ort, an dem alles verfällt oder verfallen ist. Nein, die Wraith klammern sich mit ihrer letzten Unze Ektoplasma an der Welt der Lebenden und versuchen dort ihre Ketten aufrecht zu erhalten. Ketten, die nichts anderes sind als offenstehende Aufgaben oder Leidenschaften, die sie nicht loslassen können. Bei Wraith geht es also um die Nicht-Akzeptanz von Verlust. Es geht um die Verarbeitung von Erinnerungen. Es geht einfach um unerledigte Angelegenheiten. Und um Verlust geht es auch in Changeling the Dreaming, welches 1995 rauskam. Man spielt darin Feenwesen, die dagegen ankämpfen, zu vergessen, wer sie wirklich sind. Geboren in menschliche Körper mit einer Feenseele, leben sie in unserer Welt, die sie Autumn World nennen, Herbstlande, Herbstwelt. Und sie haben das große Ziel, zu ihrer Heimat Arcadia zurückzukehren. Und worum geht's bei diesem Dreaming, in Changeling Dreaming?
Das ist eine Wirklichkeitsebene, die aus den Träumen der Menschen entsteht. Wie bei den Umbrae der Magusse handelt es sich dabei wieder um einen Ideenraum, eine Wirklichkeit, die auf eigenen Konzepten basiert. The Dreaming ist ein fantastisches Reich, in dem alles möglich ist im Prinzip. Und die Changelings, die Wechselbälge, die Feenwesen, die nehmen die Welt in einer Mischung aus der Autumn World und The Dreaming wahr. Da, wo alle Menschen zum Beispiel eine hübsche, fluffige Cumuluswolke sehen, sehen die Changeling eine Stadt im Himmel. Und diese ist im Dreaming tatsächlich da. Klingt wie ein lustiges Leben. Und wo ist der Konflikt? Der besteht darin, dass die Autumn World, die Gaia-Ebene, die Skinlands, wie man es auch nennen will, von Banalität geprägt ist. Von dem drögen, alltäglichen Grau in Grau, fantasielos, ohne Kreativität. Und das ist schädlich für die Feenwesen, denn sie benötigen den sogenannten Glamour. Das ist deren Lebensenergie, deren Vitae. Glamour ist der fantasievolle Blick aufs Leben. Das, was Kinder haben, das, was Künstler nutzen, das, was ungefiltert freigesetzt wird, wenn wir auf dem Kissen liegen und schlafen. Banalität zerstört alles Magische und Glamour hält Feenwesen am Leben. Mit Glamour nutzen Changelings auch ihre sogenannten Arts, ihre Künste, was der Name für ihre Zauberkräfte ist, deren Disziplin sozusagen. Und was macht Changeling the Dreaming jetzt zu einem Teil der World of Darkness? Das klingt irgendwie nach Zeichentrick. Nun, Changelings haben ein ganz anderes Konzept von Moral, eine ganz andere, den Menschen fremde Vorstellung von richtig und falsch oder Verbrechen, Schaden. Es bedarf nicht allzu viel Fantasie oder Glamour, um zu erkennen, welche gesellschaftlichen Probleme daraus erwachsen können. Der ein oder andere Changeling könnte damit als ein ziemliches Monster dastehen für etwas, das im Dreaming vielleicht gerechtfertigt war, da schließlich die schwebende Zofe der 44. Fuchskönigin so bitterliche Tränen weinte, als sie darum bat, wieder sehen zu können. Worauf eine Tat folgte, die nicht nur eine recht banale exekutive Staatsgewalt auf sie aufmerksam machte, sondern auch einen anderen World of Darkness Protagonistentyp, den wir in Hunter the Reckoning spielen können, ein System, das 99 erschien. Darin spielt man Jäger, normale Menschen, die das Übernatürliche sehen und sich nicht bibbernd vor der Realität verkriechen, sondern aus ganz verschiedenen, zum Teil sehr persönlichen Gründen den Kampf aufnehmen. Den Kampf gegen Vampire, Werwölfe, Magier und alles andere, das für sie das Böse in personalisierter Form ist. Hinter das Konzept von Hunter the Reckoning zu steigen ist relativ simpel, denn die Prämisse von Vampire the Masquerade und Werwolf etc. ist ja gerade die andere Seite, also das Böse zu spielen. Hunter the Reckoning geht also im Prinzip nur einen Schritt zurück und ist der Antagonist des Antagonisten. Der Reiz in diesem Spiel ist, eine Gerechtigkeit zu fordern, obwohl man hoffnungslos unterlegen ist. Und auch hier gibt es das Konzept von zu viel, wie bei den Werwölfen, dem Verfallen von Rage in einem Berserkerzustand oder bei den Changelings, wenn sie zu viel Glamour angesammelt haben und dem sogenannten Bedlam verfallen, einem Zustand, in dem sie so stark von der Autumn World entkoppelt sind, dass sie zwar noch hier leben, aber mental sich nur noch in The Dreaming bewegen. Man kann sich vorstellen, dass dies für uns dann als Wahnsinn erscheinen würde. So können Hunter auch dahingehend übertreiben, dass diejenigen, die die Monster aufsuchen und vernichten wollen, so stark sich da reinknien, dass sie irgendwann mal selbst zu Monstern werden. Zu derartigen Fanatikern in die Sache,
dass sie alles für gerechtfertigt halten, das zu dem Ziel führt, auch noch das kleinste und ungefährlichste Ding zu vernichten. In Hunter geht es also um das Ausleben der Opferrolle in Form eines Racheengels. Und um Engel geht es auch schon im nächsten System, nämlich Demon, The Fallen, in dem man gefallene Engel spielt. Hier ist der Titel ziemlich schnell klar. Man spielt mächtige Charaktere aus einer der höheren Wirklichkeitsebenen, welche aufgrund einer Rebellion dazu verdammt wurden, tief in den Abgrund zu fallen. In den Abgrund, den wir in Wraith Oblivion nennen, in Werwolf Worm und in Mage Entropie. Ein Ort, kurz davor ausgelöscht und vergessen zu werden, für Äonen und Äonen, bis sie die Gelegenheit bekommen haben, einen menschlichen Wirt ganz im Stil von dem Exorzisten zu besetzen. Dem Abyss, dem Abgrund entkommen und einen Sterblichen übernommen, haben die Dämonen nun die Möglichkeit erhalten, in der physischen Welt zu agieren. Diese zurückgekehrten Dämonen stehen nun vor einem inneren Konflikt. Sie haben einst ihre astrale Schönheit verloren und sind nun von dem sogenannten Torment, also einem Schmerz, einer Verzweiflung geprägt. Dieser Torment ist eine Art spiritueller Makel, der sie in den Wahnsinn treiben kann, wenn sie ihm zu sehr nachgeben. Einer Wut sozusagen, einem ungebändigten Hass. Auf der anderen Seite gibt es den Pfad des Gleichgewichts, dass der Dämon versuchen kann, eine Art Erlösung zu suchen. Hierbei stehen ihnen die sogenannten Lore-Kräfte zur Verfügung, einer mächtigen Form von Magie, die sie auf, wenn nicht sogar über die Stufe von ordinären Magiern stellt. Wie bereits angedeutet, geht es bei Demon the Fallen um eine Entscheidung nach Moral und Erlösung, nach Vergebung oder der Hingabe zu ihren destruktiven Impulsen. Das Maskerade-Äquivalent bei Demon the Fallen ist die Angst, von Engeln entdeckt zu werden, welche sie zurück in den Abyss verbannen können. In diesem Spiel geht es für die Spielleiter darum, Gut und Böse besonders stark hervorzuheben und die Konsequenzen daraus auszuspielen. Konsequenzen, die sich insbesondere im Wirt widerspiegeln. Denn je mehr Torment angesammelt wird, desto mehr wird das im Körper des Besessenen deutlich. Das kann sogar so weit gehen, dass dieser nicht mehr lebensfähig ist und, so wie im Film Fallen mit Denzel Washington, der Dämon dann nur noch wenig Zeit hat, um einen neuen Wirt zu besetzen, bevor er andernfalls erneut in die Tiefe stürzt. Eine Tiefe mit vielen verlorenen Seelen und sogar Seelenfragmenten. Einige dieser Fragmente können in einem altägyptischen Ritual des Lebens in einen Auserwählten eingepflanzt werden, wodurch dieser stirbt und mit dem Bewusstsein einer Person wieder aufersteht, die vor Tausenden von Jahren bereits einst auf der Erde wandelte. Womit wir bei Mummy the Resurrection sind. Wir übernehmen in diesem Spiel die Rolle einer Mumie, eines wiedergeborenen Menschen, der die Aufgabe hat, die Balance seiner oder ihrer Weltvorstellungen wiederherzurichten. Während es nicht nur die klassischen ägyptischen Mumien gibt in Mummy the Resurrection, merkt man doch in dem Spiel, dass ein ziemlich starker Fokus auf ägyptologischen Begriffen liegt. Zugegeben stellt dies eine Art Hürde für mich auf, der relativ wenig persönliches Interesse an dem Ganzen aufbauen kann. Daher nur zusammenfassend, Mumien können im Prinzip nicht sterben, sie werden immer wiedergeboren, weshalb in diesem Spiel wohl die Frage nach der Unsterblichkeit, nach der Bürde des ewigen Lebens viel stärker hervortritt als beispielsweise in Vampire. Entsprechend kann man sich vorstellen, dass so eine Mumie
vergleichsweise über ziemlich große Macht verfügt, die erneut auf ägyptologischen Prinzipien beruht, wie beispielsweise Artefakte in Form von Amuletten, alchemistischen oder nekromantischen Ritualen namens Hekau. Und um eine Kombo von gelungenen Überleitungen fortzuführen, das Thema der Alchemie ist im Spiel Promethean the Created noch zentraler als in Mummy the Resurrection. Da spielt man nämlich künstlich erschaffene Wesen. Die einen mögen da an Golems denken, die anderen an das Frankenstein-Monster. All diese sind tatsächlich Prometheans, welche das Feuer des Lebens, das Prometheus, in der griechischen Mythologie Stahl, in sich tragen. Künstliche Menschen, welche das Ziel Pinocchios verfolgen. Sie streben nach Menschlichkeit. Prometheans entstehen, wenn ein Alchemist versucht, Leben zurückzubringen, indem er die Leichen von Verstorbenen zusammensetzt und damit in den natürlichen Lauf der Dinge eingreift. Der Kernaspekt des Spielens von Prometheans ist, Außenseiter zu sein. Sie möchten ihre unvollkommene Transformation abschließen und wahre Menschen werden, in einem Prozess, den sie The Great Work nennen. Das große Werk, das sie selber vollenden müssen, in mehreren alchemistischen Stufen. Was ihnen dabei Schwierigkeiten bereitet, ist das sogenannte Disquiet, eine Form der unterbewussten Wahrnehmung der Personen in ihrem Umfeld, dass es sich bei diesem Individuum, das den Promethean darstellt, um irgendwas in Wirklichkeit Erschreckendem oder Abstoßendem handelt, einem Gefühl, das mit der Zeit immer stärker wird. Diese Aura der Ablehnung und Furcht, die die Prometheans umgibt und in ihrem Umfeld Unruhe, Feindseligkeit und sogar Gewalttätigkeit provoziert, sorgt dafür, dass die Prometheans auf einer ständigen Pilgerfahrt sind. Denn sind sie zu lange an einem Ort, korrumpiert sogar die Umwelt. Gebäude verfallen, Pflanzen verwelken. Es entsteht ein sogenanntes Wasteland. Dieses zu Isolation führende Spielkonzept hat technisch gesehen den Vorteil, dass Prometheans die Gesellschaft anderer Prometheans begrüßen. Die wirklichen Antagonisten in diesem Spiel sind jedoch nicht die feindseligen Menschen, sondern die sogenannten Pandorans. Fehlgeschlagene Promethean, abscheuliche Wesen, die nach dem Feuer hungern, lechzen, das in den Prometheans brennt. Zum Teil gar nicht komplette Körper, die Prometheans auflauern, um sich an ihrer alchemistischen Energie zu laben. Es geht also in diesem Spiel völlig klar um Isolation, Ablehnung und der Suche nach Menschlichkeit. Und nun zu einem World of Darkness Spiel, zu dem ich einiges gelesen, gehört und gesehen habe, das mir aber ehrlich gesagt immer noch nicht ganz einleuchtet, nämlich Geist the Sin Eaters. Man spielt nicht wie in Wraith the Oblivion einen Geist, sondern einen von einem Geist vor dem Tode bewahrten. Dieser Geist benutzt einen, um mit diesem wieder in den Genuss des Lebens zurückzukehren. Im Prinzip teilt man sich den eigenen Körper dann mit dem Geist und erhält die Fähigkeit, gleichzeitig die reale als auch die Geisterwelt zu sehen. Man kann dies nicht abstellen und die Geister, die gesehen werden, merken dies und erkennen einen als Chance, noch einmal Einfluss auf die reale Welt zu nehmen. Geist des Sin Eaters bietet damit spieltechnisch jede Menge Potenzial für Missionen. Wenn beispielsweise ein Geist kommt und sagt, ich suche meinen Mörder oder überbringe eine Botschaft an meine Geliebte. Was Sin Eater bedeutet, musste ich auch erstmal recherchieren. Sin Eater bezieht sich dabei auf ein schamanistisches Ritual, das es tatsächlich gegeben hat. Einem Toten wird ein Brot auf den Körper gelegt, in das die Sünden, die letzten Hindernisse für ein gutes Jenseits sozusagen übergehen sollen. Und der Schamane nimmt dieses Brot dann und isst es. Er hat sich sozusagen darum gekümmert, dass der Tote einen besseren Standpunkt im Jenseits hat sozusagen.
Die Charaktere, die man in Geist des Sin Eaters spielt, sind, wie bereits gesagt, lebende, in Anführungszeichen, zurückgekehrte, die sich um die Sorgen von Toten kümmern. Ich finde den Titel ehrlich gesagt ein bisschen unpassend. Also weder spielt man einen Geist, noch frisst man irgendwelche Sünden. Aber wie eingangs erwähnt, ich kapiere das Spiel leider nicht. Auch beim nächsten Spiel, Beast the Primordial, habe ich etwas länger gebraucht, um überhaupt eine Idee zu bekommen, worum es da geht. Denn Beasts sind ja eigentlich alle anderen Monster aus der World of Darkness bereits. Aber hier geht es um, wie der Titel bereits andeutet, primordial, also vorzeitliche Urbestien. Nicht im Sinne von Dinosauriern, sondern im psychoanalytischen Sinne. Archaische Albtraummonster, Personifizierungen eines bestimmten Horroraspektes. Dinge, von denen wir gar nicht wissen, dass wir Angst vor ihnen haben, weil sie so ursprünglich sind. Diese Verkörperung mythologischer Ängste lauern bei Zeiten Menschen in ihrem Unterbewusstsein, in ihren Träumen auf, wo sie diese dann verschlingen und ihren Körper übernehmen. Sie haben einen unstillbaren Hunger nach den Ängsten der Menschen. Und bis zu diesem Punkt war ich noch im Prinzip gepackt, weil ich erkunden wollte, inwiefern Beast the Primordial auf Konzepte von Sigmund Freud oder Carl Jung zurückgreift, den Vätern der Psychoanalytik und Psychotherapie. Und meine Recherchen haben ergeben, dass die Community Beast the Primordial hasst. Und das aus verschiedenen Gründen. Einige davon kann ich nachvollziehen, andere wiederum nicht. Jedoch an einem Grund komme ich einfach nicht vorbei, welcher mir Beast the Primordial zu einem Nicht-Spiel macht. Wie bereits gesagt, man ist ein uralter Schrecken auf der Jagd nach den Ängsten der Menschen. Das finden bereits viele kritikwürdig. Denn im zweiten Schritt bedeutet das ja, dass das Quälen und Generieren von Ängsten spieltechnisch belohnt wird. Aber da sage ich natürlich, ohne jetzt Beast the Primordial verteidigen zu wollen, dass das Trinken von Blut in Vampire spieltechnisch belohnt wird. Und als GM, als Spielleiter, hat man hier die Aufgabe, den Aspekt der Moral mit reinzubringen. Gewissensbisse, Konsequenzen in der Welt, negatives Feedback etc. Einfach diese unmenschlichen Handlungen in den korrekten Rahmen zu setzen. Und die Antwort der Gegner von Beast the Primordial ist an diesem Punkt: Alle anderen World of Darkness-Spiele bieten diesen Aspekt der Moral. Beast the Primordial tut das explizit nicht. Dieses Spiel unterstreicht bedauerlicherweise, dass das, was man tut, gut ist. Die Konsequenzen aus den eigenen Taten, diese objektiv definitiv als verwerfliche Tat zu bezeichnenden Handlungen, haben eine spieltechnische Konsequenz, nämlich die Erzeugung einer anderen mythischen Kreatur, eines sogenannten Helden. Es entsteht in Beast the Primordial eine Person, die spezifische Kräfte hat, um den Beast besonders effektiv auszuschalten. Das Spiel stellt den Helden selbstverständlich als großen Bösewicht dar, der einen einfach nicht versteht. Und hier kommen wir zu einem anderen großen Kritikpunkt des Spiels. Ich weiß, das wird jetzt so eine Art Bashing, das habe ich bei den anderen Spielen nicht getan, aber Beast the Primordial hat es irgendwo verdient. Denn dieser Spielaspekt, den ich jetzt erwähnen will, das ist die sogenannte Lektion. Ein zentraler Aspekt in Beast the Primordial ist, dass die Angst, die man generiert, langfristig den Charakter des Opfers vorsichtiger macht und damit klüger. Man hat dem Opfer sozusagen etwas beigebracht. Und hier klingeln sämtliche Alarmglocken. Man stelle sich einfach die verschiedensten Qualen vor und setzt dahinter das Argument, ich tue ihnen ja was Gutes. Und das ist der Zeitpunkt, an dem man das Beast the Primordial Corebook in den Müll wirft. Es hat einige Konzepte, die definitiv vielversprechend sind. Aber dieses Spiel ist eine große Apologetik, eine große Rechtfertigung für psychopathisches Verhalten. Mein Gedanke an dieser Stelle war,
Wie bei Lovecrafts Romanen, da findet man hier und da auch zum Teil sehr offensichtlichen Rassismus. Aber die Werke von ihm, wo das weniger bis gar nicht präsent ist, sind durchaus unterhaltsam. Und mit dieser Einstellung könnte man doch an Beast the Primordial rangehen und sich so wie ein Vampire nicht auf die Nahrungssuche konzentrieren, sondern auf die zwischenvampirischen Beziehungen und Intrigen. Schließlich befasst sich kaum eine Vampire-Rollenspielrunde 2 Stunden lang mit dem detaillierten Ausspielen des Bluttrinkens. Aber das bietet Beast the Primordial leider nicht. Mit anderen Worten, wenn man es spielen will, braucht man jede Menge Hausregeln, welche die zum Teil interessanten Ansatzpunkte aufgreifen und spielbar machen. Und damit sind wir auch schon bei dem letzten und neuesten Spiel der Chronicles of Darkness, nämlich Deviant the Renegades. Darin spielt man durch Experimente oder externe Einflüsse veränderte Menschen. In der Welt von Deviant the Renegades gibt es zahlreiche sogenannte Conspiracies, Verschwörungen, die in diesem Kontext eigentlich Institutionen sind, die ein Interesse an der Ausbeutung der durch die Mutation oder Manipulation erlangten besonderen Fähigkeiten. Diese Verschwörungen haben zum Teil eigene Mutanten, mit denen sie einen jagen. Die Spieler sind also die Renegades, die ihre Freiheit bewahren wollen und nach Rache sinnen. Denn diese körperlichen Veränderungen muss man sich nicht unbedingt so vorstellen wie bei den X-Men, dass man eigentlich noch ganz gut aussieht, aber viel stärker ist als die anderen, sondern so wie im Film Die Fliege, dass man durch ein Experiment zu einer Kreatur halb Mensch, halb Fliege gemacht wurde. Man kann sich auch so vorstellen wie in Robocop, dass man gegen den eigenen Willen zu einem Cyborg gemacht wurde. Oder wie Tetsuo im Film Akira, ebenfalls gegen den eigenen Willen zu einem psychokinetisch aktiven, ja, gegen Ende des Films Blob gemacht wurde. Diese Renegades schließen sich zusammen, helfen sich, gegen ihre jeweilige Conspiracy zu agieren, Rache zu üben, nehmen diejenigen in Schutz, die die individuelle Conspiracy auch noch als Ziel hat und vermeidet es, je nach Aussehen in der Öffentlichkeit aufzutreten. Und damit wären wir auch schon durch. Das waren 12 Spiele aus der World of Darkness, heute Chronicles of Darkness, die zum Teil in verschiedenen, mehreren Editionen erschienen sind, die sich untereinander teilweise sehr stark unterscheiden. Aber ich denke, was so einen groben Überblick betrifft, dürfte ich die Grundideen weitgehend getroffen haben. Auch wenn mir jetzt im Nachhinein einfällt, dass ich viele wichtige Aspekte überflogen und gar nicht berührt habe, wie zum Beispiel, dass Werwölfe einen Kern beschützen müssen und dass das für viele Werwolf-Spiele der Story-Hook überhaupt ist. Und dass die Changelings, wie konnte ich über Changeling reden, ohne zu erwähnen, dass die Wechselberger sind, dass die sich verwandeln können. Ja, wie gesagt, war nur ein kurzer Überblick, bei dem ich viele Punkte jedoch ganz bewusst nicht angesprochen habe. Denn bei so einem schnellen Wisch über Vampire zum Beispiel will ich nicht näher auf die Geschichte mit Kain und Abel etc. eingehen. Aber stimmt schon, wenn etwas nicht gepasst hat, bitte in der Kommentarsektion ergänzen. Darüber würde ich mich freuen. Dann möchte ich jetzt abschließen mit einem kleinen Bonus, denn auf der Suche nach World of Darkness Spielen, die der Formel Nomen Doppelpunkt The anderes Nomen oder Adjektiv folgen, bin ich auch auf ein paar Fanprojekte gestoßen. Viele Parodien, wie beispielsweise Leech the Feeding, bei dem Vampire the Masquerade aufs Korn genommen wird. Man spielt darin satirisch überspitzte Vampire, die nur Klischees folgen. Oder Muppet the Ascension, bei dem man Muppets spielt im Mage-Kontext. Aber es gibt auch ein paar witzige Spiele, die ich interessant finde. Zum Beispiel Caveman the Stoning, bei dem man Höhlenmenschen spielt, die in einer primitiven, prähistorischen Gesellschaft überleben müssen. Oder um auf Lovecraft zurückzukommen, Leviathan the Tempest,
Man spielt dabei Monster aus der Tiefsee. Auch ein interessantes Konzept, das sich meines Erachtens zu erkunden lohnt. Vermutlich, wenn ich habe es mir nicht durchgelesen. Aber diese Spiele, diese Fanprojekte sind kostenlos als PDF herunterzuladen. Angeschaut habe ich mir das Regelwerk zu Care Bears The Starring, also Glücksbärschieß in einer Welt der Dunkelheit. Sind im Prinzip die ganz normalen Glücksbärschieß, die man aus dem Zeichentrick kennt, die in die WOD geworfen werden und schauen müssen, wie sie sich mit ihren Kräften zurechtfinden. Und was ich auch überflogen habe, war Princess the Hopeful, ein Fanprojekt, in dem man Magical Girls spielt, basiert hauptsächlich auf Sailor Moon. Und das Corebook hat über 360 Seiten, basierte in der ersten Version wohl auf den Exalted-Regeln. Das Exalted ist auch ein White Wolf-Spiel, aber es ist nicht Teil der World of Darkness. Und es gibt wohl eine Version, The Crystal Edition, die etwas näher an der WOD ist. Thematisch vom Lore her spielt es aber von Anfang an in der World of Darkness. Man ist, wie der Name schon sagt, eine Prinzessin und die Heldengruppe besteht aus Prinzessinnen von verschiedenen Königreichen aus einer anderen Welt. Und je nach Königreich bezieht man halt entsprechende Kräfte. Und hier ist der Titel viel mehr auf den Punkt gebracht, nicht so wie bei Geist des Sinites, denn das Ziel des Spiels ist es, Hoffnung zu verbreiten. Und das ist relativ schwer in einer WOD. Die Gegner sind, so wie man es kennt, ich würde mal sagen Antiprinzen, Antiköniginnen, denen es um Macht geht. Man spielt in Princess the Hopeful nicht Hunter, Jäger, die das Böse allgemein bekämpfen, sondern es läuft schon innerhalb des eigenen Kontexts ein kosmischer Kampf. Bloß halt das Ganze ein paar Stufen oder eine Stufe erwachsener, als man es aus den Zeichentrickserien kennt. Es gibt noch viele andere Fanprojekte wie Pocket Cthulhu The Awakening oder ein anderes, das relativ populär sein soll, nämlich Genius the Transgression, in dem man verrückte Wissenschaftler spielt. Aber wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann bitte einfach in der Kommentarsektion erwähnen. Was mich auch interessieren würde, ist, ob ihr irgendwelche Crossover-Ideen bekommen habt. Die lassen sich ja bei manchen Systemen viel einfacher aufbauen als bei anderen, zum Beispiel bei Hunter, das ist offensichtlich. Was auch auf der Hand liegt, ist Wraith und Geist, dass ein Sin-Eater von einem Wraith angesprochen wird. Klassische Crossover in einem eher antagonistischen Kontext sind Vampire und Werewolf. Aber was lässt sich aus Promethean und Mummy machen oder Changeling und Demon? Auch dazu, wenn euch was einfällt, einfach in die Kommentarsektion schreiben. Und in diesem Sinne möchte ich wieder abschließen mit einem viel Spaß beim Rollenspielen. Ha 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 ha!